Kollegen. Wir sind jetzt auf der Reise nach Bruchsal zu dem großen Tesla-Crew, Markus und ganz viele andere Leute treffen. Und ja, haben uns zusammengefunden als Fahrgemeinschaft, dass wir gemeinsam elektrisch fahren. Der Sandro, der fährt noch Diesel. Der Matthias fährt ja schon lange elektrisch. Seit 2013. Genau, ist heute auch mit seinem Twizy wieder da. Ein sehr cooles Fahrzeug. Und wir haben uns jetzt zwei Themen überlegt für diese Fahrt, die wir so ein bisschen besprechen wollen und euch da teilhaben lassen wollen. Und zwar, das erste Thema ist, kauft VW jetzt Tesla oder zumindest Komponenten von Tesla? Da wollen wir kurz drüber sprechen. Und vielleicht noch, wenn wir es zeitlich schaffen, wie die Elektromobilität insgesamt so auch weltweit oder in Deutschland bis 2025 so aussieht. Ich steige gleich mal ein mit dem ersten Thema. Das hatte ich gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Stimmung von VW gegenüber Tesla so ein bisschen umgeschwungen ist. Also ich erinnere mich noch gut an diese, ich glaube, eine Pressekonferenz mit dem Müller war das damals noch, als der Müller noch VW-Chef war. Wie er irgendwie aus dem Publikum mehrere Fragen zu Tesla gekriegt hat und dann irgendwie so lächelnd gesagt hat, ja, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, die schaffen gerade und gerade 80.000 Fahrzeuge pro Jahr und hat da halt so ein bisschen rumgebasht, kann man schon fast sagen. Und jetzt kürzlich habe ich gelesen, dass der Herr Dies irgendwie ja, die Errungenschaften oder die Technologie von Tesla halt sehr würdigt und dass die vieles richtig machen und so. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass sich da so der Tenor so ein bisschen geändert hat. Ja, ich glaube, VW ist auch allgemein gegenüber der Elektromobilität jetzt aufgeschlossener als noch vor ein paar Wochen, Monaten. Ja, genau. Hat man so das Gefühl. Ja, ja, nicht nur gegenüber Tesla, sondern einfach allgemein. So, wir gehen jetzt voll in Richtung Elektromobilität. Und genau, und jetzt gucken sie eben gerade, wie sie das hinkriegen. Ja. Weil, also die haben ja schon wahnsinnig viele Lieferanten jetzt akquiriert für Zellen. Also, weil das ist ja eigentlich der Knackpunkt, dass sie halt genug Zellen herkriegen, wenn die in Masse verkaufen wollen. Jetzt ganz kürzlich habe ich wieder einen Artikel gelesen. Ich linke euch das mal alles unten rein, wenn ich es noch finde. Dass die mit SK Innovation irgendwie gesprochen haben oder da auch schon ein Bündnis geknüpft haben, um da eben Zellen zu bekommen. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Und LG Chem macht ja die Zellen für Audi gerade, also für den e-tron. Und ja, die müssen jetzt halt einfach gucken, wo sie das herkriegen. Und ich könnte mir zusätzlich auch noch vorstellen, dass da hinter den Kulissen so ein bisschen was abgelaufen ist. Also diese krasse Kehrtwende auf E-Mobilität stößt ja schon per se mal vielen, glaube ich, ziemlich sauer auf. Also BMW, Daimler hatten da ja ziemlich Probleme und der VDA sowieso. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch hintenrum so ein bisschen gesagt haben, ja, wäre das nicht eine schlaue Idee von Tesla, die Batteriepacks einfach fertig zu kaufen oder die Motoren zu kaufen oder so. Ja, den ganzen Antriebsstrang. Genau, das hat ja Daimler früher mit der B-Klasse und dem Smart schon gemacht. Aber also das jetzt nochmal vorzuschlagen, das ist ja schon ziemlich... Also stelle ich mir ziemlich heikel vor, so in dem Umfeld des VDA. Da zucken da sicherlich einige. Ja. Ja, das war halt so mein Gedanke. Könnte das in euren Augen so sein? Könnte VW vielleicht tatsächlich Tesla einfach kaufen? Also ist ja gerade recht günstig. Oder eher nicht. Ist das eher ungewöhnlich? Aber was heißt recht günstig? Wo sind sie gerade? 50 Milliarden oder so? Ja, ich glaube drunter. Also sie waren jetzt zwischenzeitlich bei guten 40. Okay. Ist jetzt da wieder ein bisschen hochgegangen die letzten Tage. Aber ich sag mal, im Verhältnis zu VW ist es ja, ja vermutlich klar, eine Größenordnung, die man durchaus in Erwägung zieht. Oder zumindest mal zu einem Prozentsatz da einzusteigen. Oder eine Mehrheit kauft. Ja, ja. Sowas. Aber andererseits frage ich mich halt, wie sie es halt dann so schnell hinkriegen wollen. Also jetzt ja, wirklich so schnell. Die haben ja jetzt beim e-tron schon das Problem, dass sie nicht genug Zellen bekommen. Genau. Die können nur die Hälfte der Autos produzieren. Genau. Die sie könnten. Und LG hat ja zwischenzeitlich mal gesagt, ach so Freunde, wir brauchen jetzt 10% mehr Geld von euch. Und da kann dann Audi halt auch nichts machen. Sagen sie ja, okay, ja, bevor wir gar keine Zellen kriegen, kaufen wir die dann halt für 10% mehr. So ist es halt mit einem Oligopol. Ja. Oder Monopol oder was auch immer das ist. Ich meine, die verdienen auch nichts dran. Ja, vermutlich relativ wenig, ja. Denke ich auch. Ja, war da nicht irgendwas im Raum von wegen 600.000 Fahrzeuge, um die Entwicklungskosten reinzukriegen? Ja.
Wobei das natürlich auch eine schwierige Rechnung ist, weil so da jetzt in die E-Mobilität einzusteigen, ist natürlich in der Entwicklung exorbitant teuer. Das kann man jetzt nicht nur auf dieses eine Auto irgendwie festlegen, glaube ich. Aber die Marge wird sicherlich nicht groß sein, das denke ich auch. Gerade jetzt mit den neuen Preisen vom Model S und Model X, da muss sich VW jetzt natürlich auch ein bisschen strecken, dass die da zumindest mal ungefähr auf einem gleichen Niveau sind, weil sie technisch ja schon einen Tick drunter sind einfach. Ja, ich weiß nicht, wie das image-technisch wäre, wenn VW jetzt zum Beispiel Antriebsstränge von Tesla kaufen würde. Also wie das in der Presse dann rüberkommen würde. Also ja, das, genau, das ist die Frage. Es könnte gut sein, also wenn man vorher, wenn man es noch so ein bisschen vorbereitet von VW, dass Tesla in den Medien halt so ein bisschen positiver dargestellt wird. Mhm. Weil ich meine, ganz ehrlich, die Antriebsstränge und die Akkus von Tesla sind einfach gut. Ja. So, also das kann mir keiner erzählen, dass das ein Käse ist oder dass jemand anders das zurzeit besser kann. Deshalb glaube ich, man würde sich da recht leicht tun, das Image von Tesla so ein bisschen aufzupolieren, bevor man dann sagt, okay, im Neo. Ich denke, das wird nicht kommen, weil die eine eigene Plattform machen wollen und die allen anderen europäischen Automobilherstellern zur Verfügung stellen wollen. Ja. Das dann im großen Stil. Ja, diese MEB-Plattform. Genau. Ja. Wobei das ja auch, also von außen betrachtet, exakt genauso gleich aussieht wie diese Model S Skateboard, was in jedem Service Center steht. Aber ich bin da auch noch nicht technisch in die Tiefe gegangen bei dem MEB, ob da irgendwelche technischen Innovationen jetzt noch zusätzlich drin sind, die jetzt irgendwie ganz toll wären. Ja, aber die nehmen ja auch Pouchzellen dann wahrscheinlich, oder? Da weiß ich gerade nichts drüber. Ich weiß nur jetzt auch das Video von Markus und Gabor, dass dieser Akku so modular aufgebaut sein soll. Ich meine, ist der von Tesla ja auch, ob man da jetzt ein paar Module mehr oder weniger reinpackt, ist auch nichts Neues. Ja, BMW hat doch die Rundzellen drin, meine ich. Oder sind es auch Pouchzellen? Weiß ich nicht. Mercatel baut, glaube ich, die Rundzellen. Das kann sein, das weiß ich nicht. Die sind ja riesig bei Mercatel eingekauft. Ja, genau. Das ist ja auch einer der größeren, oder? Der zweitgrößte nach Tesla. Zweitgrößte, das ist ja China. VW geht jetzt eher in Korea, glaube ich, auf die Suche. Ich habe mal ein Video vom Horst Lüning gesehen und also da ging es auch insgesamt über die Hersteller, die deutschen Hersteller von Autos halt. Und er hat gesagt, dass wenn man Rundzellen in den Akku von einem E-Auto reinbauen will, dass man da patenttechnisch nicht an Tesla vorbeikäme. Also dass man es wohl nicht schafft, irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise die Zellen so zusammenzukriegen, also die Kontaktierung oder was auch immer. Ich glaube, da geht es um die Kühlung. Oder Kühlung kann auch sein. Vielleicht auch das Management-System von der Batterie, irgendwas, was wohl wirklich schwierig ist, wenn man eben nicht seine eigenen Patente freigeben will, um die Patente von Tesla zu kriegen. Das wäre ja eine Möglichkeit, aber das will VW natürlich jetzt so nicht. Also kann ich auch nachvollziehen, dass die da nicht einfach die Karten auf den Tisch legen. Und dann könnte halt sein, dass sie für diesen MEB zumindest mal den Antrieb vielleicht von Tesla kaufen, weil das hat Tesla ja schon immer angeboten. Die haben immer gesagt, Freunde, ihr könnt unsere ganze Palette kaufen, unter der Voraussetzung, dass wir es nicht ändern. Also wir machen für euch keine eigene Lösung, also mit irgendwelchen Anbindungspunkten oder sonst was, sondern wir produzieren unsere Motoren, so wie sie sind, und ihr könnt die kaufen oder nicht. So, also das war das, was ich so mitgekriegt hatte. Wobei in der Masse das wahrscheinlich dann keinen großen Sinn macht. Also VW will da ja wirklich richtig, richtig in die Masse gehen. Ja. Das ist ja wirklich spannend. Ich weiß auch nicht, ob Tesla braucht ja auch die Antriebsstränge und sowas. Jetzt für ihre ganzen vielen Model 3 und Model Y und was auch immer kommt, ob die überhaupt noch so viele übrig haben, beziehungsweise so viel mehr produzieren können. Ja, gerade bei den Zellen war ja das Nadelöhr lange bei den, genau, bei den Model 3s, dass sie die Batterien halt nicht so schnell rausgekriegt haben, wie die Autos halt fertig waren. Ja, ist fraglich. Von daher würde es wahrscheinlich von Tesla-Seite aus gar nicht gehen, dass VW da was kauft. Braucht momentan ja sowieso alle seine eigenen Zellen. Genau. Die schaffen es ja nicht mehr, die Powerwall zum Beispiel zu verkaufen. Ja. Weil das Model 3 halt vorgeht. Ja. Klar.
Ja, ich bin sehr gespannt, was VW da jetzt in den nächsten Jahren noch macht. Ob das dann wieder nur Lufthülsen sind, was ich fast nicht glauben kann, weil sie es wirklich so extrem kommunizieren. Oder dann eben wieder durch die gleichen Schmerzen gehen müssen, wo Tesla halt durchgegangen ist. Dass sie einfach die Stückzahlen nicht auf die Reihe kriegen, weil einfach die Zellen nicht kommen. Oder gibt es ja x andere Probleme, die wahrscheinlich noch nicht so richtig auf der Liste haben. Schön wäre, wenn die sich zusammentun, also BMW, VW und Daimler, und eine eigene Zellproduktion in Europa aufbauen. Genau. Das wollte, glaube ich, VW jetzt auch mit dieser SK Innovation zusammen machen. Aber also auch nur so, wie jetzt Tesla das mit Panasonic gemacht hat, dass die quasi ja so den Rahmen bieten, dass die Halle bauen oder was auch immer, und das SK dann halt das Zellen-Know-how da reinsteckt und halt die Anlagen. Und letzte Woche habe ich einen Artikel gelesen, die sind sich jetzt einig, dass die E-Mobilität jetzt kommt. Wer ist sich einig? Also BMW, VW und Mercedes. Ja, schön. Und Wasserstoff kommt frühestens in 10 Jahren. Okay. Frühestens. Genau, und jetzt überleg mal, wie in 10 Jahren die Akkus weiterentwickelt wurden. Ja. Da ja. Kannst du dir die Wasserstoffsache dann auch direkt klemmen, weil das braucht es einfach nicht mehr. Wenn du dann ein Auto mit aus der Hüfte mit 200, 300 Kilowattstunden auf die Straße stellen kannst, dann brauchst du keinen Wasserstoff mehr. Diesen Umweg, der zwangsläufig mit Uneffizienz verbunden ist, also da kann man die Physik einfach nicht überlasten. Boah, was ist das? Das ist ein Motorrad da vorne. Okay. Naja. So, ja. Also die Physik an der Stelle wird man nicht überlisten können. Also, und so viel übrig Strom ist dann auch nicht da, dass man einfach sagen kann, ja, wenn die Windräder dann sowieso drehen, machen wir daraus Wasserstoff. Das in der Masse, das funktioniert, das ist zu wenig. Also, wenn die Windräder sowieso drehen, stehen die meisten Autos beim Arbeitgeber und laden. Dann kann man auch da den Strom reinfüllen. Ganz genau. Das war ja mein letztes Video, bidirektionales Laden, genau. Und aber auch erstmal intelligentes Laden. Also, dass man das halt über die Wallbox dann reguliert, wenn halt im Netz zu viel Strom ist. Dann würde man schon viel gewinnen, glaube ich. Und auch das Netz halt entlasten, wie es in Australien passiert. Also auch in dieser Frequenz, wie schnell man quasi Strom nehmen oder wieder geben kann, das kann ja auch nur ein Akku. Also das kriegst du ja mit anderen Netzunterstützern so gar nicht hin. Spannend. Ja, nee, aber also das wundert mich, dass sie so lange gebraucht haben, weil ich meine, China hat sich jetzt ja auf 2030, glaube ich, eingestellt, dass sie ab da keine Verbrenner mehr zulassen. Mhm. Ich meine, das ist zwar noch ein bisschen hin, aber jetzt überleg mal, wie viele Jahre sind das? 11 Jahre? Das sind also gerade mal knappe 2 Fahrzeugentwicklungszyklen. Ja. Also natürlich muss man dann jetzt mal über E-Mobilität nachdenken, wenn man sonst keine Autos mehr verkauft weltweit. Und Norwegen ja schon ab 2025. Mhm. So, die sind da eh weit voraus, aber... Also ich könnte mir vorstellen, dass es in Norwegen sogar vorher eintritt, dass einfach keiner mehr Verbrenner kauft, bevor dieses Verbot in Kraft tritt. Ich denke, das wird auch in China so passieren. Ja, ich meine, ist ja jetzt schon so. Genau. Ich denke, dass es schon davor so solche finanziellen Anreize nachher gibt, dass du nicht mehr Verbrenner fahren möchtest, weil es zu teuer ist. Das hat der Diesel in 5 Jahren dann schon 2 Euro kostet. Ja. Ja, genau. Und gleichzeitig halt die Akkus für die Autos billiger werden und dann halt das gesamte Auto günstiger wird. So über den Geldbeutel wird das dann laufen. Ja, das wird sowieso der Knackpunkt sein langfristig. Weil die meisten Leute sind ja völlig emotionslos. Ja. Die kaufen sich halt genau das, was insgesamt am wenigsten Geld kostet. So. Ja, richtig. Und das sind sicherlich keine, die sich jetzt einen Tesla holen oder so. Das sind halt Fanatiker in gewisser Weise. Wir haben ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Man tut sich ja wirklich hart, jetzt ein gebrauchtes, gutes E-Auto zu finden, was zu einem passt. Ja. Überhaupt ein gebrauchtes E-Auto zu finden, ist nicht so leicht. Ja, und auch ein neues zu kaufen ist gerade nicht so leicht, wenn es jetzt nicht unbedingt Tesla ist. Ein Tesla kriegt man ja tatsächlich am schnellsten gerade, oder? Ja. Ich weiß nicht, so ein paar andere kriegst du vielleicht auch noch, aber... Ich habe gestern das Video gesehen von Björn Nieland, wo er sein neues Model 3 konfiguriert hat. Und da stand dran, also er hat es konfiguriert am, ich glaube, 20. oder 23. März. Und da stand unten dran, Auslieferung im März. Ja,
Ja, gut. Kann natürlich nicht sein. März, aber Elon Time halt. Genau. Aber dann im April, also einen Monat ja. später. Das muss man sich echt mal reinziehen. Ja. Bei anderen wartest du ja ein Jahr gerade. Ja. Also der Markus hatte echt Glück, dass er seinen Kona noch gekriegt hat. Ich glaube, die haben auch eine lange Liste gerade. Wie schnell kriegt man seinen Verbrenner, wenn man jetzt nicht einen nimmt, der auf dem Hof steht? Ich habe noch nie einen neuen Verbrenner bestellt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe auch schon gewartet auf einen Verbrenner. Also ich weiß, von meinen Eltern, der letzte, hat glaube ich auch so 3 Monate oder 4 Monate gebraucht. Ich habe auch 3-4 Monate habe ich auch gewartet. Ja, die müssen das Ding ja noch verschiffen. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie hier produziert werden würde, sondern der Schiff, also der Weg mit dem Schiff, das dauert ja auch mal einen Monat. Oder ich weiß nicht, wie lange fahren die? 2 Wochen, glaube ich. 2 Wochen nur? Von San Francisco nach Seebrügge. Okay. Ja gut, das ist ja auch recht direkt. Ja. Okay. Ja, trotzdem. Ja, es ist wirklich interessant. Ja, und wie, jetzt kommen wir mal auf das zweite Thema vielleicht. Wie wird sich das denn jetzt weiterentwickeln bis 2025? Was sehen wir denn jetzt so die nächsten Jahre? Was wird passieren? Also mir ist heute Morgen auf der Fahrt zu dir schon aufgefallen, ich habe ein E-Golf, ein i3, eine Zoe und nochmal ein E-Golf gesehen. Auf 10 Kilometern. Das ist schon so viel mehr E-Autos wie jetzt noch vor einem halben Jahr oder so. Ja, das fällt mir in letzter Zeit auch auf. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, übrigens, auch vielleicht wichtig für euch, alle E-Autofahrer zu grüßen. Und die meisten grüßen tatsächlich zurück. Das finde ich total großartig. Das nur mal so am Rande. Also ich grüße alle E-Autofahrer, weil ich finde, dass wir hier, ne, viva la Revolution, wir gehören zusammen. Ja, nur am Rande, sorry. Ja. Nee, also ich glaube, es wird einfach schon, ich sag mal, im nächsten Jahr, 12 Monate von jetzt, wird schon so viel passieren. Ja, ich denke, dass auch das, was wir vorher gesagt haben mit dem, also mit den Kosten, dass das für manche Anwendungsfälle heute halt schon der Fall ist. Genau. Also wenn du wirklich nur zur Arbeit fährst, 30, 40 Kilometer hin und wieder zurück, bist du, glaube ich, mit so einem E-Auto in der 100-Kilometer-Klasse schon fast günstiger. Also wenn du jetzt einen Leaf kaufst, einen gebrauchten für 12.000, 13.000 Euro, das hast du dann relativ schnell halt wieder eingespart. Ich glaube, mehr und mehr Leute fahren halt auch irgendwann mal E-Auto und merken dann, wie anders das Fahrgefühl halt ist und wie viel Spaß es macht. Selbst sobald das Angebot da ist, glaube ich, schwenkt das ganz schnell um. Ja. Ja. Gut, und ich meine, dass das jetzt, wenn man auf einen Niro oder einen Kona ein Jahr warten muss, heißt ja auch, dass da schon viele Vorbestellungen vorhanden sind. Absolut, ja klar. Zusätzlich zu dem, dass sie eben nicht hinterherkommen mit der Zellproduktion. Aber wenn die keiner kaufen würde, dann ja. Ja, wobei Hyundai ja da eigentlich so ein bisschen im Thema sein sollte. Ja. Also diese Model 3-Schwemme, die werden wir jetzt ja dieses Jahr wahrscheinlich hier schon erleben. Also, oder die erleben wir ja jetzt schon. Das kamen ja jetzt auch wieder neue Meldungen, dass sogar schon im Februar das Model 3 das meistverkaufte E-Auto war. Und vor allem auch C-Klasse 3er BMW und A4 überholt hat. Genau, aber nur als Limousine. Also die haben die Kombis rausgerechnet, also haben nur quasi... Okay. Limousinen gezählt und selbst da in Deutschland war das, hat das Model 3... Europaweit war das sogar. Also Europa? Ich glaube, es war Europa. Ja, dann haben sie es in Deutschland wahrscheinlich noch nicht geschafft. Weil Deutschland ist ja immer noch mal so ein Sonderfall, was das Thema angeht. Okay. Wenn die Short Range Model 3 draußen sind und die dann vielleicht in einem Jahr gebraucht gibt. Ja. Ganz genau. Das ist nämlich auch noch was viele, glaube ich, auch noch nicht so ganz auf der Kette haben, dass es ja in einem Jahr oder in 2 Jahren, sage ich mal, schon wahrscheinlich hier in Europa viele gebrauchte Model 3s geben wird, die dann halt eben nicht mehr, also selbst wenn es Long Range sind, die dann nicht mehr 50.000 Euro kosten, sondern vielleicht bloß noch 40 oder 35 sogar, wenn du irgendwie einen hast mit 4 Kilometer. Mhm. Und das Auto ist dann ja immer noch geil. Du hast ja immer noch das Supercharger-Netzwerk und immer noch die große Batterie, die auch, selbst wenn sie 10% degradiert wäre, nach vielen Kilometern immer noch... 450 Kilometer Reichweite. Weißt du, ich meine, was willst du denn? Das ist schon... Das ist wirklich interessant. Ja. So, und das wird ja jetzt schon im nächsten Jahr passieren, also jetzt 2019, sagen wir mal, wenn man es 2020 noch mitzählt, dann wird es schon gebrauchte Model 3s geben. Ich glaube, es wird ganz viele gebrauchte Model 3s geben, wenn das Model Y verfügbar ist. Da werden glaube ich viele umsteigen. Ja. Ja, das Model Y ist einfach das bessere Model 3, ganz eindeutig. Also
denke ich, sehe ich auch so. Wobei jetzt ja kürzlich habe ich gerade heute im Tesla-Mag gelesen, dass für Model 3 und Model Y eine Anhängerkupplung kommen soll. Haben Model 3 auch? Also ja, es war, die haben auf dem Model Y-Event den Franz von Holzhausen, irgendwer halt, Reporter, hat den gefragt, ja, wie das ist mit der Anhängerkupplung, und er hat wohl nur gesagt, ja, kommt bald. So, ob er das okay, vielleicht nur nicht so vollumfänglich verstanden hat, ob auch das Model 3 das kriegt, weiß ich nicht. Aber ich meine, selbst wenn es nur das Model Y kriegt, mega. Ja. Mit der Reichweite kannst du dann halt auch trotzdem noch mit Anhänger dann noch vernünftig fahren. Genau. Genau, und was passiert dann weiter? Also was sehen wir dann 21, 22? Da kommt dann das Model Y ja genau auf den Markt, auch hier in Deutschland. Wenn es VW bis dahin geschafft hat, nennenswerte Stückzahlen rauszubringen, denke ich, können sie überleben quasi. Aber genau, da sehen wir dann den Neo im Prinzip auf den Straßen. Genau, aber jetzt Daimler und BMW, weiß nicht. Also ich meine, von Daimler, dieser EQA, und wann soll der kommen? Das Massenmodell. Habe ich noch nichts gelesen, ehrlich gesagt. Weil wenn sie bis dahin immer nur noch den EQC haben, der halt 100.000 Euro kostet mit ein bisschen Ausstattung, naja, den kriegen sie halt nicht in Massen verkauft. Den nur halt noch nicht. Bekommen. Ja, nur halt als Leasing-Flotten-Firmen-Gedöns. Ja. Aber das fand ich auch interessant, auch in einem von diesen Berichten, was du vorher angesprochen hast mit dem Model 3, da stand auch dabei, dass bei Model 3 hauptsächlich Privatkunden Kunden sind und bei anderen Fahrzeugen in den ersten Monaten eigentlich hauptsächlich Firmenkunden. Also das ist auch, finde ich, dann nochmal ja, wertvoller, wenn es halt wirklich private Kunden sind, die privat für so eine Kiste irgendwie 50.000, 55.000 Euro auf den Tisch legen. Das zeigt auch nochmal zusätzlich so diese, ja, wie sehr die Leute das halt wollen. Und genau, nicht einfach bloß, weil eine Firma jetzt sagt, okay, wir kaufen jetzt 100 e-Trons. Ja. Ich meine, die allermeisten Leute, die in Tesla fahren, ja du auch, sagen ja, ich hätte mir niemals früher so ein teures Auto gekauft. Nee, auf keinen Fall. Hatte ich auch noch nie. Also ja, ich hatte auch schon bessere Auto oder teurere Autos, aber dann halt gebraucht. Also, und auch richtig gebraucht. Also ich habe die meistens so mit 100.000 Kilometer gekauft, auch den S6. Und bin die dann halt noch die letzten 50.000 gefahren oder so. Und ich hätte es auch mit dem S so gemacht, aber irgendwie gab es halt keinen. Zumindest keinen mit Kindersitzen hinten drin. Und das ist für mich halt absolut unerlässlich. Aber wollte ich vorher noch drauf hinaus, kennst du eine Person, die mal elektrisch gefahren ist und dann gesagt hat, oh nee, ich will doch lieber wieder einen Verbrenner? Hast du so jemanden schon mal kennengelernt? Nee. Nee. Eigentlich genau das Gegenteil. Ja, genau. Ich habe mir mit einem Kumpel zusammen vor, weiß nicht genau wie vielen Jahren, mal ein Model S ausgeliehen für eine Woche. Und danach waren wir halt beide so, dass wir echt überlegt haben, wie können wir uns jetzt irgendwann mal so ein Model S leisten. Ja, genau. Da hinten rechts sitzt ja auch so einer. Genau. Wir sind ja zusammen nach Lübeck gefahren, zum Ofen hoch. Ja. Also auch richtig mal Roadtrip, weil das ist halt das, was wo man es dann richtig schnallt, was Tesla kann und was die anderen so halt noch nicht können. Genau. Einfach. Ja, mein einziges Problem ist eben noch die Anhängerkupplung, sobald das irgendwie möglich ist, ist es gebongt. Ja, gibt es da nichts Neues von diesem... Nee, höre ich nichts mehr, liest man nichts. Frühjahr hat es geheißen, kommt es ja raus. Ja gut, wir haben jetzt... Ja, noch wäre ja Frühjahr. Also, ich denke so Ende April weiß man mehr. Ja. Und dann ist es gebongt, weil in der Preisklasse muss es halt auch alle meine... Sachen erfüllen, die halt auch. Ah ja, klar. Ja, du bist ja viel mit dem Wohnwagen unterwegs. Genau. Da dachte ich mir erst, ja egal, da mietet man sich einfach mal ein X für einen Urlaub, aber das ist leider ein bisschen teuer. Ja, das ist ein bisschen. Also das haut mich ja auch jedes Mal wieder weg, wenn die da irgendwie für eine Woche irgendwie 2.000 Euro ausrufen. Ich sag mal, geht's eigentlich noch. Ich wollte es auch davor mal mit dem X ausprobieren, aber nee. Ich erinnere mich noch, gerade das allererste Mal, wo ich ein Model S ausgeliehen habe, das war damals von Caro, das hat 100 Euro pro Tag gekostet. 5 Tage 500 Euro, geteilt durch 2, 250 Euro.
für mich und ein Kumpel war perfekt. Ja, und zwar ohne Kilometerbegrenzung. Ja, das ist cool. Wir haben jetzt in Berlin ausgeliehen und sind da durch Norddeutschland gerast die ganze Zeit. Also, ja. Ja, gut, und Spritkosten hast du ja auch nicht. Genau. War ja ein Free wahrscheinlich. Ja, und das Jahr drauf haben wir dann auch eins ausgeliehen in München, auch wieder bei Caro. Da war es schon teurer und es waren schon Kilometerbegrenzungen. Ja gut, die nutzen halt auch diesen Hype. Ich denke, da wird der Bedarf halt auch einfach massiv gestiegen sein. Ja. Mal Tesla fahren so. Genau. Ja. Ja, ja, eben. Aber das ist auch das, was mich halt sehr zuversichtlich stimmt bei dieser E-Mobilitätssache oder dieser, ja, dem auch was die für Wachstüme, Mehrzahl von Wachstüme? Egal. Also das Wachstum in dem Bereich ist halt gigantisch. Also und das liegt einfach daran, dass wenn die Leute einmal begriffen haben, dass, wie das funktioniert, dass es funktioniert und wie es ist, ein E-Auto zu fahren, dann will keiner mehr was anderes. Und es wird immer welche geben, die sagen, ja, ich brauche laut und ich brauche Knatter und ich brauche Vibrationen oder was auch immer. Aber das macht ja nichts. Die darf es ja weiterhin geben. Aber ich denke, die meisten Leute haben es dann relativ schnell die Vorzüge einfach erkannt, was es, wenn man so leise durch die Gegend fährt. Ihr meint, ihr, wenn jetzt doppelt so viele Tesla auf einmal fahren, packt es das Supercharger-Netzwerk noch? Ja, das ist die große Frage. Also Leonberg ist öfter mal voll, aber das liegt nicht an den Model 3s. Also da waren immer nur Model S und X. Das ist halt die Frage. Denk mal halt, wenn du dann über den Brenner fährst, dass gerade dann der Supercharger am Brenner voll sein wird. Der auch nicht so groß ist. Der ist noch nicht so groß. 8 Plätze oder so. 8 Stalls, ja. Dein Lermos, oder was? Nee, oder was? Am Brenner. Direkt oben drauf. Ich bin da nicht so bewandert, geografisch. Wir waren da einmal von München aus mit dem Model S. Okay. Ja, der Matthias ist schon ganz schön rumgekommen mit dem Tesla. So, also machen wir in der Timeline mal weiter. Wir waren bei so 2022, wo dann VW halt schon einiges auf dem Markt hat, wo das Model Y dann kommt und Model 3 wahrscheinlich schon so zum alltäglichen Blick gehört eigentlich, was man so sieht auf den Straßen. Nächstes Jahr wird der 500 Elektro vorgestellt in Genf. 20? Ja. Okay. Wenn der mit dieser Centoventi-Plattform kommt, mit dem modularen Akku, das könnte noch ein guter Durchbruch werden, weil das sich dann wahrscheinlich jeder leisten kann. Okay. War das das, wo du dann für einen Urlaub dir ein Stück Akku noch dazu mieten kannst? Ja, oder genau. Wie? Oder du kaufst ihn dir halt irgendwann dazu. Okay. Ja, weil das ist eigentlich ja auch ein sehr beliebtes Auto. Ja, du kannst also, dann angeblich sogar also bei dem Centoventi das Display komplett sparen oder du nimmst es dazu. Das ist die Anzeige, die du es dir beim Tesla hast. Okay. Ja, beim Tesla würde ich mir die jetzt eher nicht sparen, weil da kannst du dann gar nichts mehr machen. Du nimmst einfach dein Tablet und das verbindet sich dann mit dem Auto. Okay. Wie schnell soll der laden können? Ich brauche nichts. Weil der den aktuellen Fiat 500i, den man da kriegt, der kann ja irgendwie nur einphasig mit 0, was weiß ich. Oder mit 6 kW. Ja. Ja, das, da bin ich noch stark am Überlegen. Da hängen auch, glaube ich, ganz viele, die da noch nicht so wirklich aktive Erfahrung haben, so diese Ladensache. Weil es gibt einfach zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt halt dieses alltägliche Laden zu Hause. Dafür reicht Wechselstrom, das. Dafür ist das alles wunderbar. Aber eben, wenn du Langstrecke fahren willst, musst du schnell laden können. Ja. So, und da, ich glaube, das verwechseln manche so ein bisschen. Weil also als Zweitauto kommt der 500e, der aus Kalifornien, schon in Frage. Genau, so wie bei uns der Leaf. Der kann zwar schnell laden, aber ja. Also habe ich noch nie gemacht. Ja, bei mir auch. Ich habe den Leaf aus Leipzig überführt, aber das hat halt 8 Stunden gedauert wegen Rapid Gate. Ja. Der wird schnell laden können. Ja. Die machen jetzt da, die arbeiten ja mit Samsung zusammen und Bosch, das wird kein Schmarrn werden. Ja, das kann man einfach heutzutage keinem mehr anbieten. Das verstehe ich auch bei diesem Ego nicht. Ja, das... Also wirklich, das verstehe ich nicht. Das muss denen doch klar sein, dass das Auto so keiner kaufen wird. Zigmal gesagt. Da hapert es ja auch so ein bisschen, weil ich meine... Ja, eben. Es gibt ja halt nicht so viele richtig schicke Autos, die elektrisch sind.
außer Tesla. Ich weiß nicht, also der Kona, den finde ich jetzt nicht so schlecht, das aber mein Geschmack. Den, den Leaf finde ich auch nicht so schlecht, also den Zweier Leaf. Aber ja, nicht so mein Geschmack, ja, richtig, so könnte man das sagen. Ja, genau, und was dann ab 2022 passiert, ist halt ein bisschen schwierig wahrscheinlich vorherzusehen. Ja. Was auch Tesla dann noch weitermacht, also da wird ja auch sicherlich noch mal ein Kleinwagen kommen danach. Also das Model 3 und auch das Model Y, das sind ja keine kleinen Autos, sondern, also ich sag mal eher so Polo-Klasse oder Abklasse, so ein ganz kleiner Tesla, ja, für wirklich kleines Geld. Was denkt ihr, was infrastrukturmäßig passiert bis dahin? Ich denke, dass Ionity da schon sehr weit sein wird. Ja, die haben ja für dieses Jahr, glaube ich, noch 40 Stationen geplant, habe ich gelesen. Fastnet habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Weil ist jeder mehr. Auch nicht. Die machen aber auch, also wenn der Bedarf da ist, dann. Und ich denke auch, dass wenn dann, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen das Image der Elektromobilität den großen deutschen Herstellern am Herzen liegt, werden die auch gucken, dass sie da die Wartung ein bisschen besser in den Griff kriegen. Also, dass sie einfach mehr Geld quasi für Wartung ausgeben und dann eben das nicht mehr passiert, dass die Säulen kaputt sind. Ja. Das ist das, was zuerst mal passieren muss. Und wahrscheinlich wird jede Shell-Tankstelle mit Ionity-Ladesäulen ausgestattet sein. Shell ist ja jetzt bei Sonnen eingestiegen. Bei dem Ausspeicher. Ja. Die auch so Konzepte mit Ladesäulen hat, dass das Netz entlastet wird, dass die den Strom puffern. Denkt ihr, es kommt irgendwie so ein einheitlicher Standard, dass man nur einstecken muss? Und ja, ich meine, da wäre schon was in Planung. Letztes Jahr, glaube ich, schon. Ich denke, dann wird das, dann hat jeder so eine Shell-Karte und fertig. Ich meine, da wäre schon so ein Protokoll in Planung. Also, habe ich schon öfter mal gelesen, ISO, bla, irgendwas. Was willst du denn jetzt? Du meinst vom CCS? Ja, also das, da ging es ums Bezahlen, das, weil so, das ist ja auch noch ein Riesenproblem oder halt einfach gerade noch ist unkomfortabel. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum es oft nicht funktioniert, weil einfach die Authentifizierung auch irgendwie nicht, genau, nicht richtig geht. Genau, und auch da hat ja Tesla vor 6 Jahren, 7 Jahren schon vorgemacht, wie das funktioniert. Gut, damals war es eh kostenlos, deshalb hat es keine Rolle gespielt, aber auch heute, das klappt ja wunderbar. Du steckst halt deinen Stecker rein und dann siehst du hier auf deinem Display, okay, hab jetzt 3,75 Euro, muss ich hier zahlen, und dann wird das direkt von deiner Kreditkarte über das Dings abgebucht und fertig. Und so muss das funktionieren. Ich verstehe es auch nicht, warum die überall jetzt diese Displays hinmachen. So ein Riesending, weißt du, so ein RF-Kartenleser und das Ganze, das kostet doch alles Geld. Ja. Das kommt mir so ein bisschen so vor, okay, wir haben für so eine Ladesäule 30.000 Euro Förderbudget. Mach die mal voll, oder? Also nutze das mal aus. Okay, dann brauchen wir noch ein Display und das, und dann kommen wir dann auf 30, ja, gerade so. Okay. Ja, du darfst nicht davon ausgehen, dass jeder Autofahrer. Das ist ja auch mal krass gemacht. Ja. Ja, und dann, wenn, dann gibt es da kein Netz. Das habe ich jetzt auch schon oft gehört. Wenn dann diese RF-Chips nicht funktionieren und du es mit dem Handy freischalten willst, hast du da kein Netz oder kein Internet, weißt du? Gerade ältere Leute müssen das auch verstehen können. Ja. Die jetzt nicht so technisch bewandt sind. Ja. Ja, das hört man ja auch oft, dass halt manche Leute wahrscheinlich mit dieser Tesla-Sache hier nicht zurechtkommen würden. Hatte da nicht der Owe neulich einen, einen Holländer im Video, der war über 60 und hat gesagt, der hat seinen Tesla wieder verkauft und fährt jetzt wieder BMW oder sowas, weil er mit dem Display nicht zurechtgekommen ist. Okay. Ja, kann ich mir voll vorstellen. Kann ich auch total nachvollziehen. Bei meinen Eltern zum Beispiel, sind auch in dem Alter. Weiß ich nicht, ob die damit zurechtkommen würden. Ich denke, die meisten könnten sich dran gewöhnen. Also ich finde schon, dass es eine gewisse Gewöhnung braucht, auch um einfach nicht mehr so viel zu schauen, wo man jetzt drücken muss. Aber was ich interessant finde, wenn du dich da mal dran gewöhnt hast, ich glaube, ich könnte, das ist so ähnlich wie elektrisch fahren. Ich würde, glaube ich, nicht mehr wieder zurück wollen. Ja. Und da hatte ich letztens in einem völlig themenfremden Forum hat eine
einen Thread aufgemacht, also im Internen, das kann man öffentlich gar nicht sehen. Sie würde sich gerne ein E-Auto kaufen, was kauft man denn da so? Und da habe ich ihr halt ein bisschen Informationen gegeben und so. Ja, und das scheint jetzt auch finanziell alles nicht so schlimm gewesen zu sein bei der. Die hat sich dann P100D Model X geholt. Klar. Der war ja günstig vor ein paar Wochen. Nee, die hat den geholt, als er noch teuer war. Ach ja, dann. Und der Hammer war, Tesla hat ihr dann die Differenz zurückbezahlt. Cool. Ja, cool. Die hat dann halt irgendwie 50.000 Euro zurückgekriegt. Ja. Ich meine, klar, sie hätte ja auch einfach stornieren können und hätten da neu bestellt. Insofern schon soweit nachvollziehbar. Ja, und weil sie dann die Kohle zurückgekriegt hat, hat sie gesagt, ja, wir wollen jetzt auch noch ein zweites E-Auto, was soll man da holen? Ich, Model 3? Ja, hat sie gesagt, ja, irgendwie ein Leaf oder so, es soll jetzt nicht so teuer sein. Und da habe ich mir nämlich gedacht, naja gut, wenn du ein Model X fährst und diese ganze Sache gewöhnt bist, das alles so, wie es halt so funktioniert, dann kauf doch noch einen Tesla, weil dann, weißt du, bist du im Thema. Also diese Wechselei, glaube ich, ist auch nicht jedermanns Sache. Und das finde ich eine gute Strategie vielleicht von Tesla. Also ich glaube nicht, dass sie es deshalb machen, aber nochmal ein Grund für die Leute, die Tesla fahren, bei Tesla zu bleiben. Einfach weil dieses Bedienkonzept so ist, wie es ist. Und auch Autopilot, das ist ja dann das Nächste. Da wollte ich mit Frank nochmal intensiv drüber sprechen, weil der viele... Hast du im Leaf den Pro-Pilot drin? Ja. Und? War mir auch wichtig. Tut das? Da ich sehr wenig Autobahn fahre, brauche ich ihn jetzt eigentlich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre oder so über die Autobahn, dann habe ich den schon ganz gern. Weil er halt wirklich fast ist wie ein Autopilot. Du musst die Hand am Lenkrad halten, aber der Rest ist eigentlich, macht er alleine. Also es funktioniert wie bei Tesla eigentlich? Ja. Ja. Okay. Das ist cool. Weil da habe ich überhaupt kein Gefühl, ob die wirklich so viel weiter sind als andere oder ob es einfach aktuell noch gleich funktioniert, aber das Grundkonzept einfach mehr Potenzial hat von Tesla. Also gut, ich muss sagen, ich kenne von Tesla den Autopilot nur von vor 2 Jahren, glaube ich, wo ich mal eins ausgeliehen hatte. Da hat sich mit Sicherheit auch viel getan seitdem. Aber ja. Also ich meine, dieser Pro-Pilot kann auf der Autobahn geradeaus fahren und wenn vor einem ein Auto steht, was langsamer fährt, fährt er langsamer. Ja. Und im Stau ist es so, er bremst bis auf 0 runter, man muss dann aber das Gaspedal antippen, um dass er wieder anfährt. Ah, okay. Das fand ich ein bisschen doof. Aber ansonsten tadellos, Spurhalter. Korrigiert dann auch eigenständig, also hat wirklich so aktive Lenkung. Und der eiert auch nicht in der Spur rum, sondern der bleibt halt vernünftig in der Mitte. Manchmal eiert er ein bisschen, aber ich fand es nicht störend. Okay. Ja, weil lange Zeit waren das ja nur so Spurhalteassistenten, die dann halt, wenn du an den Rand gekommen bist, dich wieder zur Mitte gelenkt haben. Aber das ist ja nicht das, worum es geht. Ja. Sondern es soll ja wirklich fahren. Ja. Also es ist alleine. Also ich habe den, wie gesagt, aus Leipzig überführt. Und da bin ich fast die ganze Zeit mit dem Pro-Pilot gefahren. Ich wollte eh nicht schnell fahren, dass ich nicht so viel laden muss und wegen Rapid Gate und sowas. Ja, 90 in einem LKW. Pro-Pilot. Okay. Ja, ist cool. So, jetzt. Ah, hier. Gut. Da ist ja was los. Ja, ist richtig. Ist da noch was frei? Da dazwischen noch einer. Ah, ja. Oder da. Auch so ein 3D-Kennzeichen. Das habe ich mir auch überlegt beim Model 3. So ein 3D-Kennzeichen direkt auf den Lack irgendwie klebt oder so. Sieht das, glaube ich, besser aus als mit dieser blöden Halterung. Ja, die vorderen Kennzeichen bei Tesla sehen sowieso scheiße aus, weil das so nicht gedacht ist. So, wie steht man denn hier jetzt drin? Steht man hier jetzt? Komm raus. So, wir sind jetzt angekommen. Es sind unglaublich viele Teslas hier. Viele Model 3s habe ich schon gesehen. Sehr spannend. Ich werde mal versuchen, mich gleich mit ein paar von denen zu unterhalten. Vielleicht sagen die ja was auch in die Kamera. Das würde mich freuen. Ja, war eine kurze, entspannte Fahrt hierher. Wir laden jetzt am Supercharger mit irgendwie guten 90 Kilowatt. Sind alle da, der Gabor ist da, der Markus ist da, den Matthias hatte ich ja schon mitgenommen und den Sandro. Der Manfred ist da, der André ist da, viele andere sind auch da. Wirklich ein tolles Treffen und jetzt gucke ich mal, ob wir da ein paar Interviews kriegen. Jetzt fangen wir mal an hier. Ich habe hier zwei neue, frisch gewaschene Model 3 Besitzer.
Zuerst mal die Frage an dich, bist du Tesla-Fan, ja oder nein? Ja, wie man sieht, bin ich einer. Schon seit mehreren Jahren sogar. Ich habe mich schon ewig gefreut aufs Auto. Das Model S war mir eigentlich immer zu groß. Model 3, wo ich es angekündigt wurde, habe ich gesagt, ey, das passt ja perfekt jetzt von der Form, von der Dimension, vom Optischen her. Das hat mich total weggehauen. Ich habe auch bestellt dann gleich und ja, nach der langen Wartezeit vor die Übergabe. Also ich habe da wirklich gekichert ja. bei der Übergabe. Ja, das glaube ich. Wie ein kleines Kind. Du hast ja auch direkt das Performance-Modell rausgelassen. Das ist natürlich auch nochmal noch mal eine andere Größenordnung. Ja, ich fand es halt schon. Also viele sagen ja, das ist eigentlich nicht das Geld wert, aber ich meine so mit dem Fahrwerk und dem Bremsen und den größeren Rädern. Ich meine, das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Ja. Performance, da gebe ich den anderen recht, die braucht man nicht wirklich. Auch die normale Dual-Motor-Variante, die zieht einen ab. Das ist, ja. Da kriegt man ein Schleudertrauma beim Gas geben. Ja, brauchen ist halt immer so eine relative genau. Geschichte. Gell? Das ist, natürlich braucht das keiner, aber es ist trotzdem geil. Ja, Autokauf so. Ist ja sowieso nie eine, ja. Nie eine Vernunftsentscheidung. Das macht ja. man ja immer so ein bisschen auch aus Intuition heraus. Emotionen. Ne? Emotionen, genau. Auch die weißen Sitze war ja ziemlich emotionale Entscheidung bei mir. Ja, das glaube ich. Ja, man hat ja bei Tesla nicht so viele Wahlmöglichkeiten, deshalb genau. Ist das ja ganz gut. Und bei dir, bist du Tesla-Fan? Ich weiß nicht, ob ich mich Tesla-Fan bezeichnen würde, aber ich bin auf jeden Fall begeistert von dem Auto. Definitiv. Okay, also du hast ein blaues genau. Long-Range Model 3. Long-Range. So, das ist da hinten, glaube ich. Da hängt der Markus gerade bei dir im Kofferraum. Oder ist es deiner? Ja, ich glaube, es ist deiner. Der da. Achso, der da. Ich dachte, du hättest ihn gerade rübergefahren. Na egal, nee, es sind so viele Model 3s hier. Da kommen wir ein bisschen durcheinander. Stimmen wir ja. Das Licht ist eigentlich ganz aber schlecht. Aber das wird nur noch schlimmer. Wir drehen uns mal um. Komm mal hier ein bisschen um die Ecke. Jetzt haben wir die ganze Zeit dunkle Gesichter gehabt, weil wir hinter der Sonne waren. Aber das macht nichts. So, und jetzt ganz speziell, wie war denn eure Ausliefererfahrung? Das darfst du wieder anfangen. Also bei mir absolut hervorragend. Also ich kann mich auch nur noch mal bei Tesla dafür bedanken. Also die haben mir den Schein geschickt, ohne dass überhaupt die erste Rate schon überwiesen war. Ja, den Brief vielmehr. Die Übergabe, das war genau an dem Tag, wo die letzte Rate gerade überwiesen wurde. Also das war auch gar kein Problem. Also da waren die auch nur zufrieden mit so einem Beleg von der Überweisung. Und gesagt, ja, das passt schon, machen wir jetzt, brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Die Abnahme von dem Altfahrzeug war total entspannt. Der hat quasi gesagt, wir müssen hier nichts drüber gehen, ja, mit dem Preis, das passt. Ich fahre das Auto einfach weg und dann kümmern wir uns um den Tesla. Dann kannst du dich darauf freuen. Also die ganze Experience war absolut hervorragend. Okay. Und wo war in Frankfurt, hast du Frankfurt gesagt? FM. Okay, super. Und bei dir? Ja, wir haben ja in der Schweiz und es hat eigentlich alles sauber funktioniert. Wir sind rechtzeitig informiert worden. Mit der Rechnungsstellung und so weiter hat alles sauber geklappt. Also das, was man jetzt hört. Ja. Wurde das bei dir, also ich kenne das ja auch, bei mir war das ja auch damals alles online, dass man irgendwie seine Belege oder irgendwas hochgeladen hat und dann irgendwie die Rechnung runterladen konnte, das war bei euch ja auch vermutlich so. Genau. Und das hat... Auch rechtzeitig, das also nicht so wie beim Alex. Wie es sein soll. Ja, man hört ja viele andere Stimmen, deshalb wollte ich hier heute einfach mal... Ne, ich hätte wahrscheinlich auch schon eine Woche früher haben können, wenn ich mich ausgekekst hätte, ob ich es finanziere oder bar zahle und da habe ich halt im Prinzip vielleicht eine Woche verloren, aber das war dann mein Thema und nicht das von Tesla, also... Wegen der Woche ist ja dann auch egal. Ich habe von der E-Meise, der holt seinen, glaube ich, gerade jetzt ab. Also heute. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kommt er nachher noch. Das wäre nicht schlecht. Ja, der hat ja auch relativ kurz entschlossen noch nachbestellt. Ne? Der war ja auch ein bisschen unentschlossen, glaube ich. Ja, ist, glaube ich, so ein Kopfmensch eigentlich. Ja. Und aber Tesla macht aus jedem Kopfmensch einen Bauchmensch. Und dann, ich glaube, die Entscheidung wird er nie bereuen. Ja, absolut nicht. Glaube ich auch nicht. Und auch von der Leistung her eben. Performance, ihr habt den Long Range und muss sagen, ist das Fahrspaß pur. Es ist, macht Spaß. Was man aber sagen muss, was ich eine Vermutung habe, weil es ja beim Horst Grüning war es ja auch so ein bisschen gezetert. Ich glaube auch teilweise hängt das mit dem Referral-Programm zusammen, mit dem Discount. Weil da müssen ja irgendwie drei Abteilungen da zusammen funktionieren und ich glaube, das ist auch nochmal schwierig dann. Okay, ja, das habe ich auch gehört. Ja, aber. Also was bei uns vielleicht ein bisschen Mühe gemacht hatte bei Tesla, weil man zwei Fahrzeuge zurückgegeben hat. Ah, das geht auch? Ja, ich habe... Gibt zwei in beide, eins. Ja. So ungefähr. Ja, ich habe beide Verbrenner abgegeben und... Ja, das bereut wahrscheinlich, oder? Der fährt ja auch wie zwei. Ja. Nein, wir hatten ja mit den Ampera E angefangen. Genau. Das war ja der erste Versuch, ob es funktioniert. Den haben wir jetzt 1,5 Jahre und es funktioniert. Und, aber für lange Strecken ist es ja doch Tesla bekannt mit dem Supercharger-Netz. Ja, da gibt es einfach nichts Vergleichbares. Es ist so schwer, das Leuten zu vermitteln, finde ich. Wenn sie nicht wirklich mal im Auto gesessen sind und mit dir zusammen 1000 Kilometer irgendwo hingefahren sind, dann schnallen sie es meistens. Aber davor kannst du sagen, ja, die haben überall Ladestationen. Ja, also ich habe den Wagen eine Woche gehabt und bin die Woche drauf schon in die Tschechei gefahren mit dem Wagen. Problemlos, ich habe jetzt über 4000 Kilometer auf der Uhr und das jetzt
der Monat ist noch nicht rum. Also, ja, es so funktioniert. Ja. Da war bei uns ähnlich. Wir sind gleich nach der Auslieferung nach Niederlanden gefahren. Waren auch hin und zurück 1000 Kilometer so im Schnitt. Und man musste sich beim ersten Jahr schon echt beeilen, dass man das fertig ist, bevor das Auto vollgeladen ist. Also. Ja, dass man keine Blockiergebühr zahlt. Genau, ja, das, genau. Genau, dachte, oh, über 90% schon, jetzt aber schnell. Also das ist schon... Ja. Ja, und die Pausen, die man macht, die sind jetzt auch nicht dramatisch, weil eigentlich sollte ja jeder Kraftfahrer eine Pause machen nach einer gewissen Zeit. Ja. Also von dem her, die absolut wirklich 1000 Kilometer durchfahren, nicht das, was wir früher auch mal gemacht haben, aber mittlerweile, ich möchte es nicht. Ja. Ich brauche es auch nicht. Und ihr habt ja den Wagen wahrscheinlich auch noch unter der Prämisse gekauft, dass der nur mit 120 Kilowatt laden kann, oder? Das gehe ich mal von aus. Ja, ja. So, ja, da 116, hat euch das bestimmt auch gefreut, oder? Dass jetzt, wenn die V3 kommt, dass ihr dann halt mal schnell mit 250, also mit mehr als dem Doppelten, also das ist zumindest kurz laden könnt. Also bei dem, das gilt ja noch für alle, die das Auto auch schon haben. Das ist bei dem Kaufentscheid war es auch definitiv mit ein Punkt, dass man ein Auto kauft, was aktuell bleibt. Ja. Und jetzt nochmal 5% Leistung geschenkt bekommen. Genau, das auch noch. Nicht, dass ich weiß, ob es jetzt wirklich, ich habe es nicht ausprobiert. Ja, schwer, aber schwer zu fühlen. Nice to have, der Hundemodus ist also mit drin. Genau. Also, das war ja beim S und X da anfangs auch so. Da haben sie auch erstmal ein bisschen vorsichtig gemacht und haben dann halt die Leistung ein bisschen nach oben angepasst. Also ich denke, das machen dann sie auch mit okay. 250 kW laden kann, also da kann man gar keine Pause mehr machen. Ja, eben. Da kommst du kaum zum Klon wieder zurück. Ja. Da gibt es wirklich nur noch Fastfood. Also. Wirklich wahr, ja. Nee, aber was das Auto eigentlich wirklich auszeichnet, also jetzt mal von den Fahrleistungen abgesehen, ist halt wirklich auch dieser Autopilot, also dieses Fahrassistenzsysteme. Ich finde die so super. Also du fährst auf der Autobahn, auf der Rückfahrt habe ich es wirklich mal eiskalt ausprobiert, das Ding angemacht, Hand am Lenkrad und einfach das Ding fahren lassen. Und das hat wirklich die ganze Strecke ohne Probleme gemeistert. Ja. Das habe ich konnte es nicht verstehen. Ich kenne ein paar andere Autos, auch jetzt aus dem VAG-Konzern, die Systeme sind nicht annähernd in der Klasse. Also, das ist also ich kann mit anderen nicht vergleichen, aber das, was der Autopilot kann, ist verrückt. Chapeau. Das ist wirklich verrückt. Ja. Kreisverkehr soll noch kommen, da hat er definitiv Mühe. Kreisverkehr. Ja gut, das geht, ist einfach noch nicht implementiert. Aber richtig, das hat er ja geschrieben, kommt demnächst. Also Ampeln und Kreisverkehre. Dieses Summon Plus habt ihr bestimmt auch schon gesehen in den USA, oder? Genau. Also gerade hier jetzt könntet ihr euch da drüben hinstellen, auf den Knopf drücken und dann packt das Ding hier aus. Also kann's kommen. Das ist wirklich. Ja, das normale Summon, da gucken die Leute ja schon, was macht der da jetzt eigentlich? Ja, ja. Also, genau. Aber das ist ja nochmal 5 Stufen weiter eigentlich, weil da fährt es ja wirklich dann von selber. Ach, ja, also. Ja, es bleibt spannend. Freut mich, dass ihr Freude habt mit euren Autos. Definitiv. Freut mich auch, dass ihr eine gute Auslieferungserfahrung hattet, weil, wie gesagt, da hört man vieles anderes, aber ja. Ich hatte mal überlegt, vielleicht auch einen Aufruf, wenn ihr auch eine gute Auslieferungserfahrung hattet, dann tut das kund, macht da einen Twitter-Tweet drüber, sagt das den Leuten, weil ich glaube, es ist halt wirklich so, die Leute motzen halt eher, wenn sie was haben am Auto oder ja, klar, Auslieferung. Wenn alles gut ist, dann... Genau, ich glaube halt schon, dass die Quote nicht so schlecht ist. Genau, ihr könnt es ja auch hier unter dem Video kommentieren. Genau. Also wenn ihr auch ein Model 3 gekriegt habt oder ein S oder ein X, was auch immer, und eine gute Auslieferungserfahrung habt, dann könnt ihr es ja auch mal reinschreiben und nicht immer nur die schlechten. Genau. Das finde ich eine gute Sache. Das machen wir so. Also ich danke euch. So, ich habe jetzt hier die einmalige Möglichkeit, mal ein Model 3 zu fahren mit dem Kai. Hallo. Das ist der Kai übrigens. Der hat jetzt auch ein Model 3 in schwarz. Der ist da drüben. Wir gucken mal. Ja, und ich bin tatsächlich noch nie Model 3 gefahren. Das wird Zeit. Das wird Zeit, ja. Finde ich auch. Ja, ich glaube, wir machen da drin so ein paar Kameras dran und dann filmen wir das mal, auf jeden Fall, wie meine Reaktionen so sind. Okay. Hindernis erkannt? Ja. So, Freunde. Es ist schlimm, dass man diese Elektroautos nicht hört. Ne? Ja. Ja, man braucht eine Klingel. So. Ja, das finde ich. So ein Fahrgeräusch finde ich ja völlig überflüssig. Aber wenn du jetzt statt. So eine Klingel, so eine Hupe wie jetzt, wie dieser Gong. Ja. Nach draußen. Das wäre doch gut. Man bei Bedarf anmachen kann. Das wäre super. Ja, oder einfach nur wie eine Klingel halt. Ja. Beim Fahrrad. So, also. Fahren wir hier mal rum. Das Lenkrad ist geil. Boah. Ja, das war nur. Nur ein bisschen was. Viertel war nichts. Das Handy sonst wird es reinspannen. Ach ja, okay. Also ganz ehrlich, absolut mit dem S75 vergleichbar. Ja? Voll.
fahren ins Modell? Nee. Der Sprit musst du ja noch nicht zahlen, gell? Hast du 6 Monate frei? Nee. Kai ist nämlich einer meiner Referrals. Genau. jetzt kommt auch hier die Klimaanlage. Ja. Diese Lüftung finde ich ja auch sensationell. Das hatte ich, da war ich mit dem Jochen zusammen in Stuttgart in diesem Store halt und habe das Model 3 angeguckt. Und als wir dann wieder zurückgegangen sind zu meinem Model S, hat er dann ja diese Auslassdüsen da gesehen und hat da irgendwie gesagt, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen retro jetzt. Ja? Ja. Es ist echt krass, aber es ist so. Ja. Wie geil ist das? Achso, und hier macht man die Tür auf, das habe ich so auch noch nicht. Ja, unten ist halt der. Aber es muss halt. Ach, hier, okay. Ja. Du hast die Dashcam jetzt aktiv? Dashcam ist aktiv und der hat jetzt seit dem letzten Update auch die beiden Kameras an der Seite, die nach hinten. Speichert der 3 Files ab dann? Ja. Okay. Jeweils 1 Minute. Fahrgeräusch, also die Motoren sind leiser als, ja, als meine. Weil ich habe meiner Meinung nach da schon, wenn man jetzt, also man hört, wenn man um die 30 fährt, dann hört man schon Pfeifen. Ja, ja, ich hatte in Dortmund noch einen anderen, den habe ich bei der Übergabe schon getroffen. Mit dem habe ich mich mal verabredet und er sagte, ach, sein Auto, sein Motor ist so laut. Bei ihm ist es viel leiser als bei mir. Aha. Ja, das ist halt die Eindrücke sind da halt immer unterschiedlich von den Leuten. Ja, krass. Also wirklich, der fährt sich ja super. Ja, also es ist schon echt genial. Also wirklich Sportwagen-Feeling. Das S ist halt riesig, fährt sich auch gut, aber das ist echt nochmal anders. Das Lenkrad ist mega. Das Model S fand ich ja immer eigentlich total geil, aber halt riesig und teuer vor allem. Ja. Riesig und teuer. Den Sound, den er macht, bin ich ja schon gekommen. Ja, ja, eben. Ich finde, der darf auch ein bisschen Geräusch machen, der Motor, absolut. Ja. Aber er macht trotzdem weniger Geräusch als meiner. Okay. Bist du schon mal Model S gefahren? Nee. Ha, dann machen wir das jetzt auch gleich noch. Das ist das erste Elektroauto. Ich bin auch, bevor ich den hatte, noch nicht einmal irgendwo im Elektroauto mitgefahren. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ein Auto kaufe, was ich vorher noch nicht besichtigt habe und nicht Probe gefahren habe, ne? Ja. Aber kann man machen, oder? Kann man machen. Funktioniert. Wie ist es mit... Boah. Rückwärts. Rückwärts könnte er ein wenig sanfter sein. Boah, das ist krass. Okay, ja. Rückwärts ist bei mir ein bisschen anders geregelt. Ja. Da habe ich mich beim ersten Mal auch echt erschrocken. Ich dachte, huch. Ja. Nee, aber mega. Also... Ist noch Autobahn oder was? Hm. Ja, so viel immer. Ich habe Zeit. Wie ist das mit dem Blinker? Bleibt der nicht hängen? Der bleibt nicht hängen. Das mechanisch haben sie wohl nicht eingebaut wegen dem Autopiloten, weil wenn du bei einem automatischen Spurwechsel kann er sonst nicht abschalten. Dann schaltet der sonst nicht, genau. Das heißt, du tippst einmal an, dann blinkt er 3-mal und wenn du dann durchdrückst, blinkt er ständig bis so. Okay, man kann wieder runterdrücken, um ihn dann wieder auszumachen, oder wie? Aber dann wird wieder ja normal aus. Das ist aber auch cool, weil das ist ja auch total altmodisch, weißt du, dieses Blubb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 l
Sandro ist da so ein bisschen im Thema, ja. Aber ich, also unter 40, was mich jetzt gestellt hätte, kriegst du kaum was. Keine Taschen, diese Twin-Taschen oder so. Irgendwie, weiß ich nicht. Manchmal hat man doch mal was, was man hier in die Seite. Und der hört einfach nicht auf. Nee. Der Sound der ist hört nicht auf. Ja. Jetzt sind wir wieder genau aufgefahren. Ich bin ja clever. Ja. Ja. Soll ich dir die Navigation an? Dann mach mal die Navigation an. Dann können wir auch Navigate on Autopilot machen, oder? Das geht doch. Ja. Also bin ich jetzt gefahren, glaube ich, 330 Kilometer. Ich wäre mit 5% angekommen, mit einer moderaten Fahrweise. Aber da ich ja dann doch ein paar Mal 190 zu 100 gefahren bin, echt knapp. Ich glaube, ich wäre zum Schluss auch dann gesagt mit minus 4% halt. Ja. Aber das kriegt man dann auch noch hin, wenn man dann ein bisschen langsamer fährt. Also ja. Wenn du es wirklich drauf anlegst, kannst du ab da irgendwie bloß noch 100 fahren und dann kommst du auch an. Also. Ja, das wollte ich aber nicht. Nö. Warum, ich warum Hirschfeld auch? Es ist dann fahre ich halt in Hirschfeld ab, lade 5 Minuten und dann habe ich noch ein bisschen geplaudert, dann sind es halt 20 Minuten geworden. Ja. Wie das immer so ist. Ja. Aber das ist ja das Problem, dann fährt man raus, kurz annabeln und weiter geht's. Ist da Spotify mit dabei oder muss man das jetzt selber dazu? Nee, noch ist bei. Also, man hat jetzt hier, kann man alles So, jetzt habe ich hier noch den Kai, der hat auch ein Model 3, mit dem sind wir gerade gefahren. Auch sehr geil. Erzähl doch mal, wie waren deine Auslieferer-Erfahrungen? Hast du Probleme gehabt oder ging das alles so ganz normal, wie man sich's vorstellt? Eigentlich lief alles ganz gut. Also das einzige Problem war, dass ich die falsche Adresse vorher hatte. Ich sollte wohl eine Mail bekommen, dass die Adresse sich geändert hat. Das hat nicht funktioniert. Somit war ich erst ein paar Straßen weiter. Ach so. Hab's aber dann. Das war bei mir, glaube ich, auch so. Ich hatte auch die falsche Adresse. Okay. Ich weiß aber auch gar nicht warum, aber ich hab's dann auch noch gefunden. Ja. Nee, und sonst war alles gut? Dokumente alles gut. Am Anfang alles? Alles super. Also es ging auf einmal alles recht schnell. Ich hatte am Freitag vorher eine SMS bekommen, dass die Auslieferung ansteht. Okay. Hab dann das Geld überwiesen, beziehungsweise ein paar Tage später, also Dienstag, konnte ich die Überweisung losschicken. Ja? Mittwoch kamen die Papiere an und ich habe gerade die Papiere ausgepackt, wo ich von der Arbeit kam ein Anruf. Wann wollen Sie denn das Auto zulassen? Von Tesla. Also, ja, okay. Ja, am Freitag, weil ich habe ja Freitag um 16 Uhr den Termin. Und ja, gut, wenn sie nicht früher schaffen, ist auch nicht schlimm. Aber sonst hätten wir sie vorgezogen. Oh. So, ach, super. Das ja, haben die am Mittwoch gesagt, wo Mittwoch. Sie Freitag dran gewesen wären. Ja, genau. Oh, okay. Sind ein paar wohl, hatten sie noch frei, ein paar Plätze. Okay. Fragten, ob ich vorher kommen will. Nee, dann hatte ich dann Freitagmorgen halt zugelassen. Donnerstag kam noch ein Anruf. Sie wollten dann nochmal checken, ob Termin alles steht. Ob alles klappt, alles gut geht und ich sag, ja, alles super. Bin Freitag hingefahren, also morgens zugelassen, 16 Uhr war der Termin zum Abholen. War dann etwas später da durchsuchen, aber dann vor Ort Unterlagen, Kennzeichen abgegeben. Musste auch nicht lange warten und mein altes Auto habe ich in Zahlung gegeben und hat alles gut geklappt. Ja, das ist doch super. Ja, weil man hört ja so viel jetzt gerade, dass irgendwie viele Leute Probleme haben. Ich habe jetzt schon ein paar gefragt und die hatten alle keine. Freut mich natürlich. Ja. Also ich hatte einen Kumpel mitgenommen extra, weil ich dachte, wenn ich da mit einem 200er Puls voll aufgeregt und man liest so viel wegen Mängel, ich dachte, schau du mal gut nach. Ich glaube, ich habe minimale Mängel, also eine Mikro-Lackblase entdeckt auf der Haube und der Kumpel sagte, was stellst du dich eigentlich an? Also ich habe letztens, seine Freundin hatte für die Firma ein neues BMW 4er BMW abgeholt. Ich dachte, da waren viel mehr Lacknasen dran, das ist doch normal. Ja, da guckt uns keiner so genau, aber bei Tesla sagen sie alle, ja, guck mal den Lack an, wahrscheinlich. Da sagte bei einem Mercedes, den er mal neu abgeholt hatte, dafür mit einem Kumpel, dachte, da waren auch mehr Mängel drin als an der Karre. Also, du kannst es ja bemängeln oder kannst es ja sagen und dann machen die das. Die haben das alles, die haben es aufgeschrieben und also ich war sehr zufrieden, das waren super nett da. Okay. Ja, super. Und bist du Tesla-Fan? Ja. Ja? Ja, definitiv. Und warum? Sag mal warum. Warum bist du Tesla-Fan? Warum? Also im Moment ist es so, weil es funktioniert.
Also ich kann jetzt hier hin, ich bin jetzt 340 Kilometer hingefahren knapp. Ja, ja. Ich habe unterwegs noch einmal geladen. Ich war erst an einer Säule, wo ich nur mal zur Toilette wollte, an der Autobahnraststätte, so eine E.ON-Säule. Da war erstmal die Schnellladung kaputt. Dann bin ich an den Supercharger und da ging einfach alles einfach einwandfrei. Ne? Ja. Also, und die Autos sind toll. Also ich mag die Autos, ich finde die Idee dahinter gut und ich bin begeistert. Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich bin ja dein Auto gerade auch gefahren und also das erste Mal Model 3 überhaupt. Ja, es fährt sich gigantisch. Das Lenkrad ist der Hammer. Ich liebe das Lenkrad von Model 3. Toll, wirklich gigantisch. Das war kein Fehler. Ja, das denke ich auch. Auch viel Geld, aber es war kein Fehler. Ja, viel Geld noch. Ja. Aber wie gesagt, Standard kommt ja vielleicht noch dieses Jahr. Ja. Und dann ist auch für die halt nicht so viel Geld investieren wollen, dann auch ein Auto. Genau. Okay, super, danke dir. Danke. Also, ich habe mir den Gabor Reicher noch. Ihr kennt ihn alle. Und die Antwort auf die Frage, die ich jetzt stellen werde, kennt ihr auch schon. Bist du Tesla-Fan? Natürlich! Selbstverständlich. Sag mal warum. Mach mal einen Grund da draus. Okay, es ist relativ einfach. Also, Tesla-Fan bin ich nicht wegen der Qualität des Autos, sondern wegen der Philosophie, was Tesla eigentlich hat. Und zwar, die Welt zu verändern, die Richtung E-Mobilität. Und dazu stehe ich einfach. Kann mir jeder sagen, was er will. Und die machen das wirklich konsequent. Die machen nicht nur die Fahrzeuge, die machen ja auch Supercharger. Leider nicht ein Supercharger hier, aber die bauen ihre Ladeinfrastruktur aus, die bauen die Akkus selber, die haben eine sehr große Fertigungsdichte sowieso und die bauen jetzt Photovoltaikanlagen, die bauen alles Mögliche, um diese Welt in Richtung E-Mobilität zu bringen. Und das macht mich eigentlich zu einem Tesla-Fan und nicht das Fahrzeug an sich. Genau, also die ganze Welt quasi, die ganze Tesla-Welt. Alles zu verändern. Von A bis Z alles anbieten, was du brauchst eigentlich. Ganz genau. Im Sinne der Energie und Mobilität. Und das unterstütze ich. Und, was ich noch dazu sagen muss, Tesla hat mich noch nicht enttäuscht im Sinne von irgendwie, dass es so eine geklüngelte Betrügerbande ist wie manche andere Hersteller, Und das ist für mich ganz wichtig, Es ist für mich auch wichtig, ich kaufe kein Produkt, wo ich vorher betrogen worden bin, von dem Hersteller. Sondern, und das hat mit Tesla noch nicht zumindest mit mir gemacht, also offensichtlich noch nicht. Ja, genau. Und sind ja auch noch jung, aber... Sind auch jung, genau, die können noch. Kann ja noch kommen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, Ja, das stimmt. Absolut. Jo, danke dir. Sehr gerne. Das war's auch schon. Alles klar, Christian. Dankeschön. Den kenne ich! Servus! Moin, moin! Und den kenne ich auch. Wo hast du denn das her? Gerade abgeholt. Ja, ich weiß. Wow. Coole Kiste. Hey, Markus. Hallo. Hat sich das Warten ja gelohnt. Hallo. Grüß dich. Servus. Alles gut? Ja. Warst du dabei? Ich war mit dabei, ja. Das ist das, was ich mir nicht lebe. Machst du bei DriveTester drin? Nee, den haben wir gerade getroffen, der kommt. Der ist unterwegs, der lebt hat mich. Zwei winzige Macken und kein Ladekabel. Kein Ladekabel, ehrlich? Kein Typ 2. Kunststoffklipse hinten fehlen. Zeig mal die Macken. Komm, Jörg, du. Ein Macken-Spezialist. Hier ist eine Macke. Drüber längst mit Fingernagel merkst du es, dass es beschädigt ist. An der Haube? Ja, innen. Wenn du hier reinfasst, hier, wenn du hier mit Fingernagel durchfasst, dann siehst du es. Und hier hat er, jetzt siehst du es fast hier. Hier ist so eine kleine Macke. Ja, und hier hat er einen kleinen Kratzer. Das ist ganz minimal. Das ist harmlos. Das ist alles. Oh ja. Ja, aber das ist halt schon tiefer Kratzer. Ja. Und dann hat er hinten die Innenkotflügel, da fehlen jeweils drei Kunststoffdübel. Das scheint aber angeblich Stand der Technik zu sein, aber es gibt Modell 3, wo sie verbaut sind. Also wir haben da geguckt auf dem Hof, da standen ein paar, da waren sie drin, hier sind sie nicht. Und bei einem Türscharnier ist nicht richtig lackiert, aber das ist ansonsten schon wirklich gut. Okay, schön. Und wie fährt er so? Da gefahren bin ich noch nicht, aber... War mitgefahren? Ja, ich bin vorher auch das erste Mal Model 3 gefahren. Ja. Boah. Sehr gut. Mega. Wirklich. Mega, also von wegen Klapperkiste und so. Quatsch mit Soße. Windgeräusche sind okay. Ja. Mit den Geschwindigkeitsbereichen, wo wir so fahren, ist das für mich noch. Auch Poltergeräusche, Fahrwerk. Was mich echt mega überrascht hat, wie der oben rauszieht. Wenn du ab 150 nochmal Gas gibst. Ja, so weit waren wir gar nicht. Das musst du mal probieren. Hey, Hammer. Ist auch ein Long Range. Das ist ein Long Range, also keine Performance. Ja. Bin auch Long Range gefahren. Mega. Nee, tolles also wirklich. Auto. Weil ich bin ja am Überlegen. Also ich war am Überlegen. Ich war am Überlegen. Aber jetzt überlege ich nicht mehr. Also wenn das irgendwie läuft,
waren, werde ich auch den E-Golf anbieten. Oh, ich werde aber mir natürlich erst warten, bis ich den kleinen kriege. Also Standardbatterie. Ja, reicht mir. Ja, reicht und eigentlich jedem, aber... Ja, das schnelle Laden ist das geil und ja, mit der Standardbatterie wird nicht ganz so schnell laden, aber fast. Aber mit 100 kW lädt er auch. Deswegen, und bei dem Verbrauch ist es halt mega. Der Verbrauch war super gering. Wir haben jetzt unter 13 kW verbraucht. Gut, wir sind gut zum Stuttgart gekommen. Ja, da aber ihr seid Autobahn gefahren. Also 120 gefahren. Mal auf jeden Fall. Ja, 120, 130, klar. Und dann mal überleg mal, 13. Ja. Das ist, und es ist kein kleines Auto. Nee, und kein es ist nicht klein und nicht leicht. Geil, also diesen ganzen Unkenruf und dieser ganze Blödsinn, der da verteilt wurde im Internet und in den Medien, also es tut mir ganz arg leid. Ja, und auch meine Kollegen von Marktcheck, muss ich echt sagen, die haben echt keine Ahnung, grauenvoll. Dieses ja, das Video hat es dir angetan. Ja, sorry, da kommen wir noch nicht drüber weg. Also jetzt bin ich selber mit dem Ding fahren. Wunderbar, innen drin Raumgefühl ist hervorragend. Ja, also ich war auch begeistert vorher, wirklich. Sorry. Das erste Mal gefahren. Weil ich war skeptisch, klar, Verarbeitung hat man viel gehört, aber nee, das ist wirklich in Ordnung, absolut. Ja. Ja, toll, freue ich mich. Da ist der glückliche. Und Auslieferung war gut, super. Andi? Ja, super. Also wir sind reingekommen, kam sofort eine raus, hat uns die Papiere, die Kennzeichen abgenommen. Ich habe nicht mal einen Kaffee trinken können schon. Genau, meinte noch, wir sollen noch einen Kaffee trinken. Jörg hat es nicht mal geschafft auszutrinken, kam sie schon wieder und uns mitgenommen. Also wir waren um Viertel vor eins da und um eins stand mal im Auto. Ja, also das war Bombe. Super. Also ein bisschen Startschwierigkeiten im Vorfeld, aber es war das haben wir alle gesehen. Es war auch gechillt dort, die waren ruhig, es war keine hektische Betriebsamkeit, es war was los, aber es war... Gut, am Aufbereiten sind sie. Ja, da haben sie, also da haben sie auch gut Gas gegeben. Ja. Aber relativ entspannt, die Halle ist unglaublich voll. Da durfte man allerdings nicht filmen in der Halle. Die ist proppevoll, wirklich. Also da stehen Autos, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da machen sie aber auch Übergaben drin. Ne? Wo ich reingekommen bin, haben sie eine Übergabe. Gab es auch Übergaben? Das sind dann die Premium-Leute, keine Ahnung. Ja, das waren die, die ja noch eine Probefahrt gekriegt haben. Hey! Jawohl! Wo ist dein Auto? Ja, da? Such's mal! Da erst alles klar? So, hier, Klassentreffen. Guck mal hier. Schön. Hast du vollgeladen jetzt schon? Gerade eben. Schade, ich dachte, da können wir alle mitnehmen. Schnell den Leuten. Jetzt sieht doch richtig neu aus. Sieht gut aus. Ganz frisch, unzufrieden? Ja. Also, ich fühle es noch die Probefahrt an, aber. Ja. Riecht noch neu, oder? Ja. Also, mach mal auf. Ja, das Genörgel hat ein Ende. Ja, nicht, ja genau. Riecht noch so nach. Oh, das ist total neu. Das ist schon geil. Irgendjemand hat behauptet, die amerikanischen Neuwagen riechen anders als die deutschen. Das riecht total neu, gib mal Dank. Krass, gell? Oh, krass. Ein bisschen anders riecht er. Ja, ein bisschen anders, ja. Ach, schön. Exklusive Einblicke hier in Emeises ersten Tesla. Wir machen ja Geruchsprüfung bei uns in der Firma auch. Deswegen. Und der ganze Ärger verflogen. Und wie riecht er? Riecht er gut? Riecht anders als ein deutscher Neuwagen. Ja, also, ja. Besser oder schlechter? Super, aber das bevor. Keine Frage. Ja. Gleich, wie es halt so riecht. Gell? Neuwagen halt. Neuwagen, ja. Plastik. Kann man mögen oder nicht. Genau. Aber von der Fahrleistung her, top, ne? Auslieferung können wir jetzt. Katerproduktion. Schön, gell? Schön, ne? Boah, ja, der riecht aber echt noch mega neu. Richtig super neu, ja. Ja, wieder einer mehr in der Tesla-Familie. So, wir haben gerade noch einen kleinen Mangel entdeckt hier beim Auto von der E-Meise. Wenn ihr hier die Ladeklappe anguckt, also die steht erstens hier hinten ziemlich raus und der Spalt hier oben ist auch krumm. Wir haben jetzt gerade noch ein paar andere Model 3s angeguckt, da ist es nicht so. Also kommt mit auf die Liste. Ja, es ist wichtig. Ich finde es auch nicht wichtig, aber wenn du eh hin musst, dann würde ich das auch sagen. Ja, man kann es auch nur hören, aber ist egal. Jetzt haben wir zweimal geschnipst, das hält dann besser. Ja, Klimawandel. Und Hass. Ja. Ja. Also was das gerade für ein, wie extrem das gerade wird, die Diskussion. Also das. Ja, viele Leute sind da gleich mal recht angepisst, wenn man über das Thema spricht. Ja, und fühlen sich auch irgendwie persönlich angegriffen. Das verstehe ich auch oft gar nicht so sehr, weil ich niemanden irgendwie Vorwürfe macht, weil er noch Verbrenner fährt. Ganz im Gegenteil, ich kann das sogar sehr gut verstehen, dass man jetzt nicht
das alte Auto noch fertig fährt. Genau, dass man jetzt nicht einfach sein Auto sofort verkauft und dann für 50.000 Euro ein Model 3 holt. Und vor allem oder so. Ist es ja nicht nur der ökologische Sinn, sondern auch der ökonomische. Ja. Du sparst ja auch einen Haufen auf einen längeren Zeitraum gesehen. Auf einen längeren Zeitraum gesehen schon, ja. Wobei das aktuell halte ich das noch für... Also, ich sage jetzt mal, wenn du einen Tesla kaufst, ja, wo du halt keinerlei andere Kompromisse eingehen musst, dauert das vermutlich eine Weile, bis sich das irgendwie rentiert hat. Du musst es mit einer S-Klasse vergleichen oder so. Genau, dann geht es, hast du es gleich drin. Aber wenn du jetzt deinen Opel Astra verkaufst und stattdessen dir einen Long Range Model 3 holst... Das wäre auch nur Äpfel mit Birnen. Genau. Ja. Ja, aber ich finde es insgesamt ziemlich bemerkenswert, wie die Fronten, egal bei welchem Thema, gerade echt extrem werden. Also egal wo. Bei der ganzen Flüchtlingsdebatte fand ich die Fronten wirklich hart. Ja. Also sehr extrem, was da gegeben wird. Gerade was du erzählt hast mit den PV-Modulen, das ist schon eine Weile her. Jetzt diese G5-Sache, da entsteht 5G, der 5G oder was? 5G, ja. G5, was ist das? 5G, da entsteht ja gerade auch so eine massive Gegenbewegung mit Flyern und das ist so schädlich und wir werden alle sterben. Mhm. Viele wissen, dass ich Tesla-Fan bin und dann bekomme ich auf einmal so Bilder zugeschickt, wie Tesla jetzt endlich als Verbrenner und dann sieht man ein abgefackeltes Model S. Ja, ja. So diese Sticheleien, für was? Ja, die wollen dich von deinem Holzweg abbringen. Genau. Wir sind alle auf dem Holzweg. Wir müssen bekehrt werden. Ja. Ja, ist schon interessant. Mein Opa hat's geschnallt. Oh ja. Das Video haben ja wahnsinnig viele Leute angeguckt. Das war der in dem Video, ja? Das muss ich mal hier kurz verlinken nochmal. Schaut's euch, der Hammer. Also, dein Opa ist echt ein cooler Typ. 50.000 Leute haben das angeklickt. Abgefahren. Ja, was man sonst für Diskussionen führen muss, also da kommen ja ständig die Argumente, es gibt gar nicht so viel Lithium. Kobalt ist aus Kinderarbeit und so weiter. Ja, ich auf solche Sachen tue ich mich mittlerweile schon fast schwer drauf zu reagieren. Mittlerweile ist es mir einfach zuwider. Ich sage, ja, okay, dann, wenn ihr es glauben wollt, ist ja okay, ihr solltet machen. Ihr müsst ja kein E-Auto kaufen. Aber das sind alles so uralte Dinger. Da kommt auch nichts Neues irgendwie. Die zaubern da nichts Neues her. Nee, die suchen einfach sondern das Haar die, in das, der Suppe. Genau, das haben sie irgendwann mal gehört und das kommt immer wieder raus. Irgendwie als. Ich weiß auch nicht warum. Also am besten fand ich ja, die Zellen, die gasen so arg, dass du da leicht mit dem Diesel fahren kannst. Ja, genau. Ja. Ja, die Lithium-Akkus, die sind ein offenes System. Das, mhm. Die gasen aus, das klar. Das reaktionsfreudigste Element, glaube ich. Ja. Wenn die Sonne in der Sonne steht, das Auto. Ja, ja, das riechst du dann auch so. Das genau. Das riechst du. Ja, Wahnsinn. Das knistert so in der Luft. Das ist dann das elektromagnetische Feld, was das ausstrahlt. Das Tesla-Prickeln, ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Wir hatten es ja vorher schon. Also der Vorstoß von VW, der macht mir ja, was die Medien angeht und was die Wahrnehmung von Elektromobilität angeht, so ein bisschen Hoffnung. Dass wenn die Leute dann schnallen, okay, jetzt VW setzt jetzt voll drauf, vielleicht ist es dann ja doch nicht ganz so schlimm und doch ganz so beknackt, wie alle irgendwie meinen. Aber es ist mir mittlerweile auch wirklich relativ wurscht. So, schreiben auch ganz viele, kommentieren auch viele. Ich rede da gar nicht mehr weiter. Ich lasse sie in mein Auto reinsitzen, sag okay, fahr eine Runde und dann gucken wir weiter. Dann schwätzen wir weiter. So, weil es geht auch nicht nur darum. Es ist natürlich nicht jetzt hier die Technologie, die sauber vom Himmel fällt, keinerlei Ressourcen verbraucht und sowieso. Also ich fahre nicht elektrisch, weil ich irgendwie Öko bin oder so. Mir macht es einfach Spaß, so wie Uwe. Ja. Absolut. Und es ist halt eben, wenn man Verbrenner will, der Spaß macht, verbrauchst du halt wahnsinnig viel mehr Ressourcen. Genau. So, das ist schon ein Aspekt davon, aber das vergessen die ganzen Leute, dass das
Fahren mit einem Elektroauto einfach auch echt Spaß macht. Ja. Die meisten vergessen, dass die Herstellung oder die Raffinierung ja, einen Haufen Energie braucht. Ja. Da kommst du wahrscheinlich schon 60 Kilometer mit dem E-Auto. Ja, das ist was schwer zu berechnen ist, weil die für diesen Cracking-Prozess brauchen die ja ziemlich viel Prozesswärme. Ja. Also das ist ja wie so ein Turm und das müssen die halt heiß machen und dann teilen sich quasi das Erdöl in die einzelnen Bestandteile. Und dafür brauchen die Wärme. Und diese Wärme erzeugen die über Erdgas, was sie quasi selber aus dem Cracking-Prozess rausholen. Mhm. Das heißt, du hast es ist ganz schwer, das zu bilanzieren. Du musst noch einmal starten und dann ist es so ein selbsterhaltendes Ding. Genau, wie viel Energie dieser Prozess braucht. Aber trotzdem braucht er natürlich wahnsinnig viel Energie. Also du schiebst dann quasi, keine Ahnung, eine Tonne Erdöl rein und kriegst bloß eine halbe Tonne Fertigprodukte hinten raus. Oder weiß ich jetzt nicht, wie das Verhältnis ist, aber so in dem Dreh. Ja. Also da geht zwar was verloren, aber es ist schwer zu greifen, weil das dir keiner, das misst auch keiner. Mhm. Das ist ja egal, du gibst halt Erdöl rein und dann, ja. Ja, und hintenrum wird es ja auch nicht besser. Also das Verbrennen dann vom Benzin im Auto, das ist auch nicht effizient. Und da steckt auch kein Potenzial mehr drin. Nee. Das ist durch, das ist ausgelutscht und ach ja. Aber die ganzen Model 3-Fahrer jetzt mal zu sehen, das fand ich auch nett. Ja. So, das ist dann so die nächste Welle. Das sind dann nicht mehr so die ganz Bekloppten, wie diese ganzen S-Fahrer, so wie ich. Die reichen Schnösel. Die ganzen reichen Schnösel, denen das Geld sowieso egal ist. Genau. Ja, verrückterweise gibt es davon ja ganz wenige. Also die meisten Model S-Fahrer, die ich kenne, denen ist überhaupt nicht so, dass da jetzt das Geld vollkommen wurscht wäre. Die meisten Model S sind doch auch irgendwie Firmenwagen. Genau, es sind Firmenwagen, da kann man halt natürlich gewisse Dinge absetzen von den Kosten, dadurch wird es insgesamt nicht so teuer. Ja. Und es sind alles Leute, die durchaus noch aufs Geld schauen. Natürlich nicht so extrem wie andere, also. Ja. Und wieder der Effekt, dass die meisten wahrscheinlich sagen, sie hätten sich so ein Auto früher niemals gekauft in der Preisklasse. Ja, ja, genau. Ja, das sagen ja eigentlich alle. Genau. So. Und das ist aber nur dem geschuldet, dass es halt alternativlos ist. Ja. Man kann sich halt entweder, oder damals, jetzt gibt es ja Alternativen, aber man konnte sich halt entweder ein Model S kaufen und Langstrecke elektrisch fahren oder nicht. Ja. Nee, aber jetzt die nächste Welle und auch gerade wenn jetzt tatsächlich im Herbst die Standardbatterie kommt, so in letzter Zeit waren die Ankündigungen von Tesla ja schon noch deutlich präziser als noch letztes Jahr. Dann gibt es da nochmal eine neue Kategorie von Tesla-Fahrern, die halt so viel Geld für ein Auto bezahlen, wie man halt normal für ein Auto bezahlt. Genau. So halt normal. Ich sag mal C-Klasse, ja. A4, diese ganzen 40.000 Euro Kisten. Da ist es dann nicht mehr so krass, sich einen Tesla zu kaufen. Ja, weil ich glaube, das Verhältnis verschiebt sich halt. Also das Model 3 wird dann von Leuten gekauft, die eigentlich nur 15.000, 20.000 Euro für ein Auto ausgegeben haben. Die geben jetzt 40 aus. Genau. Und das Model S wurde halt in der Vergangenheit von Leuten gekauft, die vielleicht seither nur 40, 50 ausgegeben haben. Und die haben jetzt halt 100 ausgegeben. Genau. Das sieht man ja auch in den USA, das haben die ja immer wieder gesagt, dass die Autos, die da eingeliefert werden, so Honda Civic und genau. Und also wirklich so 10.000 Euro, 15.000 Euro oder neu halt 20 meinetwegen, 1.000 Euro Autos sind und die sich halt für den Tesla extrem gestreckt haben nach oben. Also da extrem viel Geld in die Hand genommen haben, um halt einen Tesla zu kaufen. Ja. Das ist eigentlich die Strategie, die Apple. Genau. Ja, ich glaube, da gibt es viele Parallelen bei Tesla und Apple. Das erzählt der Gabor ja immer wieder, als er damals das erste iPhone geholt hat und da irgendwie einer im Shop drin war, er hat gesagt, bist du bekloppt, 600 Euro für ein Handy auszugeben? Mhm. Das wird sich nicht durchsetzen. Naja, sehen wir jetzt. Genau. Ja, ja. Und wenn man es halt wirklich von Anfang bis Ende durchrechnet, dann hast du halt hinten raus, sparst du auch einiges. Also das nicht so viel, wie man gemeinhin annimmt wahrscheinlich, aber dadurch, dass du halt keine Wartung oder fast keine Wartung hast und der Strom halt billiger ist als der Sprit, kannst du zumindest ein bisschen was von dem Preis noch wieder abziehen für dich. Genau.
Also vielen Dank fürs Zusehen. Es war ein geiles Treffen heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und fahrt elektrisch.